Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu Assetto Corsa in der Version 1.15.2. Im heutigen Video möchte ich euch was Saucooles präsentieren, nämlich die Nordschleife im Touristenlayout mit bis zu 55 KI-Gegnern. Möglich gemacht hat es der Modder Eddie Evergreen, der sich hier auf der Warnungstafel verewigt hat. Die soll der KI signalisieren, ein bisschen cool zu machen. Das macht die Cobra hier allerdings überhaupt nicht. Die prescht hier einfach durch die neuen Streckenobjekte auf der Döttinger Höhe und gibt nochmal richtig Gummi, bis es dann nachher da hinten in den langsameren Bereich geht. Ich warte kurz, bis der Assetto Corsa hier vorbeikommt. Da ist er. Und häng mich hier mal dran. Dann seht ihr nämlich, was der Modder hier Tolles geleistet hat. Er hat nicht nur die KI fit gemacht für die Nordschleife im Touristenlayout, nein, er hat auch vollkommen neue Streckenobjekte hier drauf gezaubert. Und das finde ich richtig, richtig klasse. Es gab schon andere Mods, die das versucht haben, beziehungsweise die KI fit für die Nordschleife gemacht haben im Touristenlayout. Allerdings sind die meistens daran gescheitert, dass die KI Unfälle gebaut hat auf dem Parkplatz hier. Und der Eddie Evergreen hat das jetzt folgendermaßen gelöst. Sobald die KI eine Runde gefahren ist, fahren die nicht mehr auf den Parkplatz, sondern hier links auf der Döttinger Höhe vorbei und fädeln sich hier vorne wieder ein. Autos, die auftanken müssen, die fahren dann natürlich hier wieder rein und gehen in die Box sozusagen. Und ich finde es richtig hammer geil gemacht. Wir haben hier viel mehr Zuschauer, viel mehr Fahrzeuge auf dem Parkplatz. Er hat so, wenig hübsche, aber dafür sehr immersionsfreudige Fahrzeuge auf den Parkplatz geladen, so wie hier vorne rechts der Reisebus. Solche Busse fahren immer wieder bei Touristenfahrten auf der Nordschleife rum, beziehungsweise kurz davor, bevor die anderen auf die Nordschleife dürfen, fahren diese Touri-Busse, oftmals auch vor einem VLN-Rennen, beziehungsweise zwischen Training und dem Rennen selber, oder dann kurz nach dem Training, da werden die auf die Piste gelassen. Ich finde es richtig, richtig klasse, die ganzen Streckenobjekte, die der hier dazu gezaubert hat. Ich finde es auch klasse, wie die da vorne jetzt hier im Slalom fahren. Ich sage immer die da vorne. Ich tue immer so, als ob es die Mod schon gegeben hätte, beziehungsweise als ob ich das alles schon gesehen hätte. Es liegt daran, dass ich oft online fahre. Und wenn wir online fahren, dann müssen wir immer durch so hässliche Barken hier durch diese hässlichen Dinger. Und so finde ich das viel hübscher gelöst. Die Mod kann sich einfach nur sehen lassen. Es gibt ein paar Probleme, auf die gehe ich gleich ein. Aber so für den Anfang und was die KI hier auf dem Parkplatz macht, ja, das ist schon richtig, richtig gut. Es lohnt sich, sich die 25 Megabyte bei Race Department runterzuladen. Der Modder hat selber auch ein Video veröffentlicht, ohne Kommentar. Da zeigt er aber alle Funktionen eigentlich und hat es auch sehr gut beschrieben. Ich fliege jetzt hier nur mal ein bisschen weiter, um euch das zeigen zu können, was mich stört. Na, kriege ich die, wenn ich hier vorbeifliege, oben drüber? Da hören wir doch schon was. Hier Hatzenbach und sowas. Ne, Hatzenbach kommt weiter unten. Ah, Streckenkenntnis. So, zack. Meine Flugfähigkeiten verlassen mich hier auch um die Uhrzeit. Schade, der BMW kommt nicht an den 4C ran. Der war der Schnellere, da haben wir das gerade verpasst. Also der hat es gut gemacht. Hier haben wir eine gute Kombination, die das Ganze zeigt. Also das Problem ist, dieses Problem hatte wohl auch Gunos Simulationi, sonst hätten die schon die KI fresh gemacht für die Nordschleife im Touristenlayout. Das Problem ist, dass die Nordschleife zu eng ist, um so verschiedenartige Fahrzeuge gemeinsam auf die Strecke zu lassen. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Ich habe gerade Unsinn erzählt, glaube ich. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, die KI sind nicht in der Lage, hier auf den engen Abschnitten der Nordschleife zu überholen. Deswegen ist jetzt gerade der Gallardo auch aufs Gras gefahren. Der Modder hat es nämlich möglich gemacht, dass die KI auch auf dem Gras überholen darf. Einfach um zu verhindern, dass die KI hier, also die schnelleren KI-Fahrzeuge hinter den langsameren kleben bleiben. Ich finde es ein Kompromiss. Ich finde es, ein Kompromiss halt. Ja, ist nicht schön, aber dafür funktioniert das Touristenlayout sehr gut, beziehungsweise die KI auf dem Touristenlayout. Schauen wir mal, was der viel schnellere Gallardo jetzt mit dem kleinen Cayman macht. Ob er den vernascht hier in der Fuchsröhre, ich glaub's nicht. Also das wäre Teil 1 des Problems, dass die KI nicht überholt. Und Teil 2 wäre, dass sie ab und zu crashen. Deswegen sollte man den Schaden ausstellen.
Wenn ihr auf Race Department geht, der Modder hat wunderbar beschrieben, wie ihr die Mod installieren könnt. Eigentlich ganz normal einfach die Ordner ins Hauptverzeichnis kopieren. Das Einzige, was überschrieben wird, ist dieses No-Way-Schild. Also wenn man in die falsche Richtung fährt, das wird gelöscht. Hat, glaubt, den Hintergrund, dass man dieses Schild nicht sieht, wenn man auf der Döttinger Höhe da einfach geradeaus weiterfährt. Ja, und jetzt setzt der Gallardo an und er schafft es. Ja, mit ein bisschen Gras schafft das. Hier kommt es aber zum Kontakt. Ja, und deswegen ist es einfach ratsam, den Schaden auszustellen. Bisschen schade. Vielleicht ist der Gallardo einfach... Da sitzt einer hinterm Steuer, der sein Vehikel nicht so malträtieren möchte wie der am Cayman. Könnte man sich jetzt denken und so ein bisschen Rollenspiele aufziehen. Naja, ich kann damit leben. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Cockpit unseres wunderbaren Porsche Boxsters. Sowas muss ich hier machen. Nicht fortsetzen. Oder doch fortsetzen? Ja. Yep. Doch, funktioniert. Moment. Der Grund, warum ich den Boxster nehme, ist folgender. Ich muss nochmal mein Gamepad greifen. Habe ich vorher erwähnt, dass es sich um die Joycam von Stereo handelt? Augenblick bitte. Verzeihung, bin immer noch erkältet. Ich wollte trotzdem dieses Video hier machen, weil es sich einfach anbietet, weil ich einfach so sau Bock habe auf diese Nordschleife im Touristenlayout. So, jetzt klingen wir, hören wir mal rein. Genau. Deswegen will ich in den Boxster fahren. Ganz einfache Erklärung. Ich lasse mal die ganzen Apps aus, die brauchen wir ja nicht. Unser Slot war jetzt hier auf dem Parkplatz, die KI, die wird immer irgendwo anders geladen, hier wie online auch. Moment, die fährt dann immer hier rum. Hier stehen auch junge Damen mit Handys in der Hand. Ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. So, und jetzt kommt was, ja, auch ein bisschen kleines Problemchen. Die KI fährt hier durch den Zaun durch und dann fährt sie hier nochmal durch den Zaun durch. Und dann fährt sie hier auf die Nordschleife. Ja, finde ich jetzt aber nicht so das große Problem. Und ich glaube, jetzt fahren wir hier einsam, weil die ganze KI schon weg ist. Vielleicht mache ich es jetzt einfach so, ich warte noch auf die KI. Uah, viel zu schnell. Ich bin es nicht gewohnt, dass das so ein Slalom ist. Ich warte ein bisschen auf die KI, mache hier einen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Und dann kann ich auch auf meinen Spickzettel gucken und einfach mal schauen, was ich so vergessen habe zu erwähnen. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe es mir jetzt ein bisschen anders überlegt. Ich wollte euch noch zeigen, wie die KI hier über den Parkplatz fährt, beziehungsweise in welch großer Geschwindigkeit die hier vom Parkplatz rausfährt. Unfassbar. Manchmal fahren die auch ineinander rein. Das gehört aber dazu. Die Fahrzeuge wollen sich einfach lieb haben auf der Nordschleife und das Brutgebiet nutzen, um einfach die Nordschleife weiter zu bevölkern mit weiteren Fahrzeugen. Hier, die beiden machen das gerade genau richtig vor. Nehmt ernst, ich wollte euch noch die verschiedenen Kameraperspektiven zeigen, die der Eddie Evergreen erstellt hat, denn das kann sich auch sehen lassen. Also die Mod finde ich schon abartig gut mit der Nordschleife im Touristenlayout, dass da die KI jetzt fahren kann. Aber diese Kameraeinstellungen, die ihr gleich sehen werdet, die sind noch, nicht noch geiler, aber genauso geil eigentlich. So, STRG und NumPad 1 sorgt dafür, dass wir in den Fahrzeugen zurückspringen. STRG, NumPad 3 dafür, dass wir nach vorne springen. Also jetzt sind wir im Porsche Panamera und jetzt in dem Fahrzeug davor, das sich gerade paart. Habe ich ja gerade erwähnt, ja. Die wollen einfach einen Lotismo zeugen, dass der dann in ein paar Jährchen hier auf der Nordschleife fahren kann. Jetzt müssen wir im Nismo sein, aber der hört sich nicht gut an. KTM finde ich auch nicht gut. Hier, Alfa Romeo 4C. Wenn wir jetzt die F1-Taste betätigen, dann schalten wir durch die ganz normalen Ansichten durch, die wir kennen. Heck 1, Heck 2, Motorhaube, Stoßstange, Dashcam und Cockpit. Wenn wir jetzt die F3-Taste am Keyboard betätigen, dann müssten wir normalerweise in die Kunos Simulationi Standard TV-Kamera kommen. Tun wir aber nicht, weil der Eddie Evergreen die in die Tonne gekickt hat und seine eigenen Kameras erstellt hat. Und die sehen so aus. Das finde ich Hammer. Die Einstellungen sind super. Sieht so ein bisschen aus, wie wenn man an der Nordschleife stehen würde und sein Köpfchen so schwenken würde. Zack, super. Hier auch wunderschön Hatzenbach runter. Einfach tolle Einstellungen. Da vorne gibt es Probleme, bin ich gerade mal gespannt.
Ah, der Assetto Corsa macht wieder Probleme. Ah, der Kleine. Der kann es nicht lassen. So, jetzt wird es aber langsam langweilig, deswegen schalten wir jetzt einfach mal weiter. Wenn wir jetzt die F3-Taste nochmal betätigen, dann kommen nicht etwa andere TV-Kameras von Eddie. Nö, es kommen diese Kameras. Wir haben hier 43 statische Kameraperspektiven von der ganzen Nordschleife mit Bezeichnungen der Streckenabschnitte. Also wenn ich jetzt hier weiter switch, Pit Entry, Parking 2, ja, Devil's Diner soll das eigentlich heißen, mit einem N, würde ich sagen, soweit ich informiert bin, und so weiter. Ein bisschen viele hier. So, jetzt Antonius Buche, super, also Weltklasse, dass man da die Streckenabschnitte hat. So kann man es ja auch lernen. Jetzt ist hier gerade nichts los, deswegen gehe ich weiter. Zack, was ist denn schöner? Hier, schöne Kameraeinstellungen. Wir sehen hier die Ondulation, beziehungsweise wie es hier einfach mal runter geht da beim Schwedenkreuz oder beim Flugplatz. Vom Flugplatz kommen zum Schwedenkreuz hin. Richtig abgefahren. Geile Kameraeinstellungen. Und das Ganze geht hier weiter. Hier Arenberg. Arenberg, dachte ich nicht, Burg. Naja, Arenburger. In die Fuchsröhre runter. Wenn ich jetzt wieder F3 drücke, geht es dann hier eben weiter. Und jetzt müssten die gleich hier an uns vorbeigeballert kommen. Und das ist eine super Einstellung hier mit 18.30 Uhr Tageszeit oder was ich da eingestellt habe. Die Sonne kommt so durch die Bäume durch. Und wenn man jetzt irgendwie so, ja, das Ferrari-Pack quasi hier vorbeifahren lassen möchte, einfach um den Sound zu zeigen, kann man das machen mit diesen Einstellungen. Die finde ich echt Bombe. So, und da wären wir bei Problem 1 und 2. Die KI kommt sich hier in die Quere, crasht und deswegen sollte man den Schaden ausstellen, wie vorher gesagt. Tja, da steht ihr nun. Ich hoffe, die retiren jetzt nicht. Das ist immer ärgerlich. Und ich hoffe, dass sie dann wenigstens wieder weiterfahren von der Box aus. Naja, hier könnt ihr durchschalten. Wie gesagt, 43 verschiedene Kameraperspektiven mit dem Streckenabschnitt, der oben immer steht. Finde ich eine saugeile Sache. Also nochmals wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt vom Modder, um das hier zu ermöglichen. Wir switchen mal zurück, Steuerung und Numpad 2, um wieder zurückzukommen zum eigenen Vehikel. Und jetzt würde ich sagen, ich fahre gar nicht mit euch im heutigen Video. Wir machen es so. Ich zeige euch noch kurz das Rennen, beziehungsweise wie das aussieht. Skip Session. Jetzt wäre Qualifying, genau, da müssen wir nochmal Skip Session machen. Jupp. Jetzt werden die Fahrzeuge an verschiedenen Streckenabschnitten geladen oder auf verschiedenen Streckenabschnitten. Ich habe jetzt hier meine Startampel, ich schalte jetzt trotzdem durch. Zack. Hier der F40, der startet bei Brünnchen. Hey, was haben wir hier? Ein Cayman, der startet einfach... Wo startet denn der? Ah, weiter hinten jetzt. Hier Pflanzgarten kommt doch jetzt gleich. Oder? Jupp, korrekt. Ja, jeder startet woanders. So könnte man eigentlich anfangen. Aber ich fahre jetzt nicht, weil einfach meine Erkältung macht mir so zu schaffen, dass ich es jetzt nicht gebacken bekomme, mit euch hier noch rumzufahren. Meine Stimme verlässt mich auch so langsam. Aber ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen von der ganzen Mod hier. Ladet sie euch runter. Schaut sie euch an. Mit meinem... Verzeihung, mit meinem Gurkenprozessor bekomme ich es hin, 25 Fahrzeuge hier fahren zu lassen. Und ja, was will man mehr? Wenn man sich online noch nicht traut, kann man hier ein bisschen üben. Und wenn man es hier gegen die KI gut hinbekommt, sollte man auf jeden Fall mal sich auf einem Server blicken lassen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, trotz Erkältung, trotz angeschlagener Stimme. Verzeihung, ich musste jetzt doch einen kleinen Schnitt machen, da mich von hinten jemand abgeschossen hat. Deswegen stehe ich hier im Gras und mich meine Stimme komplett verlassen hat gerade. Ich hoffe, dir hat das Video trotzdem gefallen, trotz angeschlagener Stimme. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Hol dir die Mod, probier sie aus hier auf meinem Gurken-PC mit einer, ja, ziemlich in die Jahre gekommenen CPU. Läuft es mit 25 Computergegnern recht flüssig und recht gut. Es kann sich sehen lassen. Gebt dem Modder auch Feedback auf Race Department. Ich werde ihm auf jeden Fall 5 Sterne geben. Die hat er schon, Entschuldigung, die hat er allein schon durch die Kameraeinstellungen verdient, meiner Ansicht nach. Und ja, er hat es möglich gemacht, dass die KI sich hier einigermaßen anständig benimmt, bis auf die zwei Problemchen, die vorher angesprochen wurden. Macht's gut, haut rein. Vielen Dank nochmals fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.